Guten Morgen, mein Bauer. Und damit sind wir wieder zurück zu Let's Play Harvest Moon mit den Regen. Ja. Das war Heinrich. Das ist mal alleine. Eine Vase. Oh, eine Vase. Vase kaufen. So. Jetzt haben wir hier eine Vase. Was macht man mit der Vase? Nee, fragt sich jetzt jeder. Also ich weiß es ja. Ich weiß natürlich. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ne? Dann muss ich es ja wissen. Ja. Und zwar, du kommst mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Ja, warum nehme ich die Blumen mit? Ne? Für das ist die Vase da. Oder vielleicht weiß irgendwer anderer. Ja, wir hauen die Blumen weg, nicht wahr, Bauer? Schlauer Bauer. Blöder Bauer. Ja. So. Blumen. Und wenn ich schon mal dabei bin, renne ich da drüben auch hin. So. La 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 la. So, nix mehr. Dann bringen wir die Blumen doch nach Hause. Ja. Es regnet, das ist keine Musik. Das heißt, ja, wir können machen, was wir wollen, ne? Wir haben den ganzen Tag heute frei. So. Tada! Und die weg vom Fernseher. Böser Heinrich, ganz böser Heinrich. So. Und da ich gerade voll Bock habe auf Harvest Moon aufzunehmen, nehme ich auf Harvest Moon auf. Nee? Ist ja klar. Mal den Holz ihn da rausholen und dann ein bisschen Holz hacken, damit ich mir ein Gehege dann machen kann für die Hühnchen. Wenn schön ist dann. Jetzt frage ich mich gerade, wie heißt mein Hund? Der heißt doch Heinrich, oder? Oder hieß der Albert? Eins von beiden. So. Gut. Dann würde ich sagen, ja, wir gehen darüber. Beim Hühnchen vorbei, leider. Tschüss, Hühnchen. Und da hoch. Dance with the Bauer. Wie sah das jetzt wohl aus im Video? Frage ich mich. Sieht ja so voll geleckt. Ja, wenn das Video mal kurz hängt, tut mir leid, da kann ich nichts dagegen. Das Spiel läuft einfach zu schnell als der Bauer. Ja, kann einfach nicht langsamer rennen und deswegen hängt das Spiel ein paar Mal. Und wir bekommen immer noch keine Angeln. Mann, geh mir du auf den. So, gehen wir weiter. Naja, das war gerade voll gut Deutsch, ne? Kann ja mal rückwärts spulen und Video nachgucken, Video anhalten und so weiter, wie ich da voll gut Deutsch, ne? Ich drücke ich voll gut Deutsch und ja. Und was machen wir denn da den ganzen Tag? Wir rennen hin und her und bringen Sachen in unsere Kiste. Bauer hat ja keine anderen Hobbys. Und da habe ich gerade was gesehen, Eins,
2. Okay. Das heißt, heute können wir Kartoffeln ernten. 1, 2, 3. Macht ja wieder voll Spaß. Eine Gurke müssten. Das ist eine Gurke, ne? Ja, die ist aber noch nicht fertig. Eine Gurke müssten wir aufgehalten für den Herbst. Glaube ich. So, auf jeden Fall können wir hier dann mal neue Samen kaufen gehen. Auf jeden Fall haben wir wieder was zu tun. Es ist 15:10 Uhr und der Laden sperrt, glaube ich, in genau gesagt 40 Minuten zu. Das heißt, wir kommen noch rechtzeitig an. So. Gut ist, wir müssen noch gar nicht gießen. So. Sorry, musste kurz unterbrechen. Dann zeige ich euch mal die Rüben. Gut, diese müssen jetzt 2 Tage nicht gießen. Und bin gespannt, wie viel Einnahmen wir dadurch bekommen jetzt. Durch die Kartoffeln. Bin ich ganz schön gespannt. So, Bauer rennt abwärts. Und da haben wir auch die Rüben. Aha, Rüben. Die sehen wir auch gleich ein. Ching und Rüben. Auch gegossen. Und Holz und Dustin gebt eine Ruhe. Ich habe gar keinen Bock gerade auf euch. So, das war's auch. Mehr können wir nicht machen. Nein. So, wir haben. Hä? Was habe ich gemacht? Hab nur noch 750. War es jetzt ein Spielfehler? Wo habe ich jetzt Geld ausgegeben, Leute? Ja, hier für das Gras, ne? Und für die Vase, genau, da habe ich auch 500 ausgegeben. Naja, aber die ist ja schön, ne? Warte. Naja, jetzt werden wir mal längere Zeit nichts mehr kaufen. Und wir werden uns mal hinhauen aufs Ohr. Voll gegen die Kante noch unten am Bett und dann gibt's einen Nacht. Das muss aber wehgetan haben. Morgen. Wieder ein wunderbarer Tag. Gut, Wetter morgen wieder regnerisch. Also ein ganz schön verregnetes Wetter. Auch gut für uns. Dann können wir mal was anderes machen, nicht immer gießen. Also wenn das Wetter euch so mag, von mir aus. Gut. Honey. Oder so wie mein Cousin singen würde, Honey Lutzing, Lutzbarine. Ja, scheiß Werbung. Auf die bloß mich. Naja, ich weiß ja gar nicht, wie das so ist. In Deutschland. Nee, ich bin ja Österreicher. Ich weiß gar nicht, ob die Werbung da draußen auch kommt. Geht einfach mal auf Nick. Die, naja, Nick. Sender müsstet ihr haben, wenn ihr Satellit habt oder so. Dann guckt ihr einfach mal in der Werbung, ob die Werbung bei euch aufkommt. Und so Cornflakes fürs Frühstück. Und ne, ja. Gott, jetzt reden wir schon über Frühstücksflakes hier. Ja, geht ja gar nicht. Let's play Frühstücksflakes. Okay, gehen wir wieder zum Sprach. Ein Hühnchen kaufen soll bei dem verregneten Wetter. Also irgendwo im Sommer soll es dann auch hageln, glaube ich. Irgendwann. Naja, woher soll ich denn noch wissen?
Und falls ihr schon das denn jetzt die Episode seht, ihr werdet eiskalt auf Skype gerade ignoriert. Weil Leute, die mich fragen, wann der Server offen ist, auf solche Leute habe ich sowieso keinen Bock. Die können es gleich vergessen. Die schreibe ich gleich von der Whitelist runter und sein Pech gehabt. Ja. Ich hoffe einfach, die checken es jetzt, die zwei. Und ja. Wenn die es nicht checken, dann Pech gehabt, ne? Weil, wenn der Server nicht offen ist, dann ist er nicht offen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Das Blöde ist ja auch, ich wollte einen 24-Stunden-Server machen. Und ja. Kostet was. Und wie jeder oder fast jeder weiß, habe ich Minecraft geschenkt bekommen. Also die gekaufte Version habe ich geschenkt bekommen. Von Manu, Mr. Manu 96, deswegen helfe ich auch so in Minecraft. Wer hätte das gedacht? Nee. Denn den Account hat er nicht mehr gebraucht und ich wollte sowieso einen haben. Da bedanke ich mich auch recht herzlich bei ihm. Falls er das Video sieht jetzt. Und ja. Und blöd ist jetzt, dass ich mir keinen 24-Stunden-Server leisten kann. Weil ich ja keine Kreditkarte habe. Falls irgendwer vielleicht eine Seite kennt, wo ich kostenlosen 24-Stunden-Server oder ohne Kreditkarte einen 24-Stunden-Server machen kann, dann schickt mir die Seite bitte per PN. Ja. Und falls irgendjemand weiß, wie man irgendwas auf private stellt, soll sich nur noch Admins kaputt machen können und derjenige, der es gebaut hat, dann soll der bitte sich auch melden. Weil der soll mir das dann erklären. Und ja, das war's. Wir haben wir jetzt hier nicht mehr zu tun wieder. Herr Bauer. Oh, der arme Bauer. So. Ich könnte den Hammer rüsten und die Gießkanne. Die Axt bald. Ja, nee, also ich werde mich jetzt hinlegen. Na, warte, gucken wir mal Fernsehen eine Runde. Boah, toll. Das Leben auf dem Farm für Anfänger. Hey, große Bruder, warte, bis die Arbeit gut gegen den Verstand vorgelegt. Du bist wichtig und so weiter und so fort, und du bist böse. Ja, wirklich, schalten um, aber kommen immer auf denselben Sender. So, damit sage ich, das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play. Wartet. So, wie wird's denn morgen? Morgen wird's wieder sonnig. Ich bin froh. Aufstehen! So, Axt, du gehst mit mir ins Verderben. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns. Ne, warte, bevor ich den Honey dann das nächste Mal vergesse. Und wir gucken auch nach, wie viel Geld wir haben. Ja, geht, geht. So, das heißt jetzt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Harvest Moon, Friends of Mineral Town für den GBA. Bis dann.